Wir beschäftigen uns heute wieder mit einem Sommergespräch. Der Herbert. Der Herbert war zu Gast. Den haben sie eingeladen. Tatsächlich, ja. So. Ja, da sind wir im Sprechzimmer. Und da schauen wir einfach mal rein, was da so gesagt wurde, wie es gesagt wurde und überlegen uns, warum es gesagt wurde. Das heißt ja, die Klima, wir sind beim Thema Klima. Die Klimaziele sind vielleicht wurscht. Einmal einen Gedanken zu Ende führen, auch wenn er Ihnen nicht gefällt. Ne? Das um ist das ja, geht es gar nicht. Freiheit ist ja das Recht, jemandem noch das zu sagen, was er nicht hören will. Das nehme ich jetzt für mich in Anspruch, Frau Schnabel. Ja? Bei den Politikergehältern zum Beispiel war es ja auch so, dass die Medien quasi so ein bisschen was gezaubert haben, wo sie gesagt haben, wie sattelfest ist der Kickl jetzt in dieser ganzen FPÖ-Debatte, wenn Salzburg und Oberösterreich jetzt bei diesen Politikergehältern einfrieren nicht mitmacht. Mhm. Und da war der Zugang ganz einfach. Da hat der Kickl gesagt, du, ganz ehrlich, wenn wirklich alle dafür sind, so wie das auch der Kanzler, der Vizekanzler, der SPÖ-Vorsitzende und, dann machen wir einfach, ändern wir das Verfassungsgesetz. Und jetzt werde ich meinen Vorschlag, dass wir die Politikergehälter nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene für Gehälter von Landesräten aufwärts, also ab etwa 15.000 Euro brutto 14 Mal im Jahr, dass wir die auch auf Landesebene gleich einfrieren. Das betrifft dann überhaupt nicht die Bürgermeister und sonst was. Wie lange? Und dann werden wir ja jetzt für diese Periode, und dann muss man es neu beurteilen. Aber das heißt, ich werde die SPÖ auffordern, diesen Antrag der FPÖ zu unterstützen, und ich werde die ÖVP auffordern, und dann werden wir wissen, ob sie dafür sind. Und wenn wir das durchbringen, dann hat sich die Diskussion erledigt. Ja, und wenn Sie dagegen sind, Frau Schnabel, dann weiß ich aber auch, dass heute in Oberösterreich und in Salzburg dann die ÖVP diesen koalitionären Druck, diesen Sachzwang ausübt, weil sie halt die stärkere der beiden Koalitionsparteien. Und dann werden wir schon sehen, wie viele Leute da dafür sind, und dann braucht er sich über gar keine Diskussion mehr einlassen, was ich sehr, sehr spannend finde. Mhm. Weil da kann man dann wieder diese Showpolitiker oder wie er sagt, diese Schauspieler. Das sind Schauspieler, das sind keine echten Menschen, und ich glaube, von der Sorte haben wir viel zu viele. In Italien müssen Ärzte entscheiden, wen sie retten. Kann man nochmal, Entschuldigung, ich werde es ein paar Mal machen müssen, weil ich bin noch nicht gut genug drin. Kann man dann wieder mal so testen, so, du Kalli, warst du wirklich dafür, dass jetzt die Landesbediensteten auch weniger verdienen oder die ganzen Beamten weniger verdienen oder deine ganzen Landeshauptmänner, weißt? Mhm. Da kann man dann ein bisschen abprüfen. Das fände ich auch gut. Und natürlich kann man natürlich auch über die ganze Klimadiskussion ein bisschen reden, weil das Spannende war ja, es war ja letztens auch wieder in der Zeitung, die Emissionen sinken. In diesem Jahr sind die Emissionen gesunken. Nein, dass man sieht, dass die Grünen was gemacht haben, bravo! Und ich denke mir so... Die Emissionen nämlich, was? Das ist nämlich auch so, was ist das jetzt, was? Erinnert mich an die Pandemiezeit, die Zahlen steigen, die Zahlen fallen, genau. Irgendwas fällt, irgendeine Zahl. Was bringt das jetzt? Wird es jetzt kühler? Ja. Oder ist ja nicht weniger Hochwasser? Hat das überhaupt mit dem was zu tun? Genau. Was? Ja, natürlich ist es auch schon wieder irgendein so ein Wahlkampf. Schaut her, wir arbeiten eh brav für euch, ja? Natürlich. War natürlich auch klar, dass die irgendwo sinken, weil so wie es der Herr Kickl kommentiert hat, war natürlich auch so, naja, warum glaubst du? Die Emissionen sinken, das ist richtig, Frau Schnabel. Und was steigt? Die Inflation. Und was steigt? Die Arbeitslosigkeit. Und was steigt? Die Betriebsabwanderungen. Und was schwindet noch mit der Inflation? Der Wohlstand. Die Leute können sich nichts mehr leisten. Natürlich sinkt da alles. Da kannst du dann sagen, es sinkt der Wohlstand und damit auch die Emissionen. Das, weniger Wohlstand, weniger Emissionen. Das wollte ich gerade sagen. Im Grunde könnte man sagen, so passt, schau, wir haben die Wirtschaft erfolgreich an die Wand gefahren. Ja? Ja. Deswegen bewegt sie weniger und deswegen sinken auch die Emissionen. Ja, toll, ja, großartig. Da hilft nur eins. Uso. Ich meine, beim ORF war es ja auch sehr witzig, weil gerade bei dieser ganzen Politiker-Gehälter-Geschichte macht dann der ORF das, was der ORF immer macht. Und zwar, jemand gibt eine Forderung vor, wie zum Beispiel, wir müssen das einstellen, und dann sagt der ORF, ja, aber was machen wir mit den Parteiförderungen? Sollen wir die dann auch einfrieren? Das heißt, sie frieren dann auch die Politikergehälter ihrer Parteikollegen ein, aber wenn sie konsequent sind, Herr Kickl, da müssten Sie ja sagen, nicht nur wir frieren die Spitzenpolitikerinnen Gehälter ein, sondern eigentlich auch die Parteienförderung. So auf die Art, ihr habt jetzt das gesagt, aber würdet ihr nicht auch das machen? Und der Kickl war auch die beste Antwort so, naja, vielleicht reden wir mal über die Presseförderung oder darüber, dass der ORF
Generaldirektor mehr verdient als der Bundeskanzler. Also Parteienförderung. Und wenn wir über andere Dinge reden, dann reden wir auch über die Presseförderung. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen verwegen, Frau Schnabel, dass Sie diese Frage stellen angesichts der Tatsache, dass sich der ORF gerade selber eine Haushaltsabgabe in Form einer Zwangsabgabe organisiert hat und damit die Beiträge unglaublich erhöht hat. Ja, aber auf Drängen Ihres Generaldirektors, der mehr verdient als der Bundeskanzler. Das sind die Machtverhältnisse bei uns in Österreich, wie es ausschaut, oder? Ja, das sind freie Medien, hä? Schauen wir mal. Aber apropos freie Medien, es hat natürlich in diesen ganzen Aufarbeitungsdiskussionen mit der Frau Linsinger vom Profil oder mit dem Peter Filzmaier, hat es ein paar so Sachen gegeben, wo man gedacht hat, ja, natürlich. Da wird dann der FPÖ attestiert, dass sie halt nur ein Sammelbecken von zornigen Menschen sind, die keine Lösungen brauchen. Das ist das Interessante. Konzepte und Lösungen werden von der FPÖ auch von vielen Anhängern gar nicht erwartet. Sie agiert als eine Art Zornsammelstelle, die all die Frustrierten und Protestierenden einsammelt. Und ich denke mir so, ja, vielleicht sind es halt einfach viel zornige Leute gerade. Und vielleicht sind gerade viele Leute einfach von jeder Partei irgendwo so ein bisschen enttäuscht. Und das Einzige, was überbleibt, ist der Herbert Kickl, der mit seiner FPÖ halt teilweise Sachen bedient, wo sie Menschen halt darauf verständigen können. Wie zum Beispiel, dass heute Mittwoch eine Sondersitzung gemeinsam mit der SPÖ am Laufen ist, wo es um die Maßnahmen gegen die Teuerung geht. Wo ich mir einfach nur denke, ja, natürlich sind da Leute für das jetzt sensibel und ja, natürlich ist das jetzt interessant. Und mit so einem Sommergespräch, wo es halt nicht nur über die alten Themen geht, sondern einfach jetzt neue Themen da sind, die Ohnmacht der Bevölkerung, ja, viel Spaß. Viel Spaß bei der nächsten Wahl. I'm free. Ist das auch was? Aber jetzt ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, uns alles Gute Österreich zu wünschen. Alles Gute. Alles Gute. Und uns zu fragen, was wir in dieser Sendung gelernt haben. Wir haben gelernt, dass der normalerweise sehr laute Herbert auch ein sehr leiser Herbert sein kann. Naja, schauen Sie, ich bin ein milder Mensch und deswegen regt mich das so auf. Der so ungefähr 600 Mal von der Interviewerin unterbrochen wird, dadurch kein Gespräch zustande kommt und man sich als Zuschauer denkt, wer redet da gegen wen oder ist das ein Interview oder ist das jetzt schon eine Diskussion zwischen zwei politischen Parteien? Ich weiß es nicht. Herr Kickl. Jetzt versprechen Sie mir bitte wieder, dass Sie mich nicht nach 3 Sätzen unterbrechen. Ich weiß nicht, wo Ihre Angst herrührt. Sie dürfen eh immer ausreden. Weil Sie es immer machen, nicht? Auch sehr spannend, dass es immer so ein bisschen peinliche Pausen gegeben hat. Das schneiden Sie jetzt aber nicht aus, gell? Okay. Aber spannend war auf jeden Fall, dass die Quoten beim Herbert tatsächlich sehr, sehr hoch waren. Um die 715.000 im Vergleich zu Beate Meindl-Reisinger oder Werner, der so zwischen 400.000 und 450.000 waren. Okay. Und das ist schon spannend, weil tatsächlich muss man sich die Frage stellen, wer schaut sich das an? Sind wir da wirklich interessiert? Wollen wir sehen, was er tut? Oder wollen wir sehen, was der ORF tut? Wir haben es auf jeden Fall jetzt einmal ein bisschen eingekastelt, genauso wie der Herbert in diesem Kämmerchen. Ganz ehrlich gesagt, ich bin auch nicht der Meinung, dass das die beste aller Möglichkeiten ist, wenn es um die Frage geht, wie man ein Sommergespräch veranstaltet. Oh, hallo! Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt jetzt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Und wenn ihr schon am Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar und über eine Spende würden wir uns besonders freuen. Danke! Alles Gute! Tschüssi!